So, hallo. Wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal sind wir hier am Eingang des Gerudo-Tals gelandet. Und haben hier auch direkt eine Quest. Hey! Uff! Was schleißt du dich denn so an? Und ich dachte schon, dass alle meine Freunde zurückgekehrt sind. Auf der Straße durch Gerudo-Tal haben wir meine drei Freunde aus den Augen verloren. Seitdem warten wir hier auf sie, doch bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Sie brauchen bestimmt Hilfe. Sie sind das Reisen gewöhnt, deshalb bin ich sicher, dass es ihnen gut geht. Vermutlich suchen sie entlang der Straße in Höhlen und im Schatten Schutz vor der Hitze des Tages. Und nachts entfachen sie sicherlich ein Lagerfeuer, um der Kälte zu widerstehen. Ach, sie sind bestimmt bald wieder da. Warte einfach noch etwas länger. Ja. Okay. Ah je, es wird heiß. Okay. Na, gucken wir mal. Gucken wir doch mal hier hoch. Vor allem würde mich interessieren, ob hier irgendwelche versteckten Sachen sind. Und das sind doch auch solche Kranzurine, oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Ja gut. Jetzt bin ich hier oben. Und sehe eine Truhe. Ja gut, ich weiß noch, wie ich an die rankomme. Oh, shit. Ich weiß leider nicht, wie ich an die rankomme. Ah, Mist. Ich dachte, ich bin klug. Dann komme ich zumindest ein bisschen schneller wieder hoch. So. Ja, dann vielleicht von oben runter. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hier ist es unerträglich heiß. Wenn du hier verweilst, wird die Hitze deine Herzen auf. What? Habe ich was dagegen? Da oben wird schon heiß. Das ist nicht gut. Nee, ich habe natürlich noch nichts dagegen. Ah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Habe ich schon Essen dagegen? Nee, das leuchtet. Es ist diese orangene Sonne, die ich brauche, ne? Ah ja, hier. Hitzeschutz, gefrorenes Wild, gefrorenes Geflügel. Und hier, oh, 12,30 Hitzeschutz. Da habe ich nur einen einzigen Kühlungspilzspiel. Ah, weiß ich nicht. Ich will nur kurz an diese Truhe da eigentlich rankommen. Das sieht doch vernünftig aus. Habe ich gedacht.
Scheiße. Hä, wie soll ich an diese Truhe rankommen? Wahrscheinlich erstmal gar nicht. Ne, da komme ich auch nicht von oben irgendwo rein. Ja gut, die Truhe wird jetzt nicht so spannend und wichtig sein. Ah, oh, verflucht. Dass ich jetzt schon in diese Hitzegeschichte reinkomme, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, da wissen wir, dass wir auf der richtigen Richtung, in der richtigen Richtung unterwegs sind. Oi, oi, oi. Hier ist alles verdorrt. Oh, shit. Wird es hier unten vielleicht wieder ein bisschen kühler, wenn ich Glück habe, je weiter ich runterkomme. Ja, hier ist tatsächlich ein bisschen besser. Bist du einer der gerettet? Ja, du bist einer, der dich retten soll. Ja, hier nimm eine Wasserfrucht. Ah. Aber gerne doch. Ja. Okay, Nummer 1 von 3 habe ich gerettet. Was zwar komplett unbeabsichtigt war, aber... Hey, na... Wo musst du denn hin, ha? Ich habe leider dein Gegenstück nicht gefunden. Es wäre natürlich cool zu wissen, wo das Gegenstück zu dem Ding ist. Wenn wir schon den Kristall finden, Lul. Aber gut. Hier sind ganz viele Fahrzeuge gestrandet. Da ist eine Höhle. Och, nett. Nein, ich habe keine Lust auf dich. Ich markiere dich, wobei wir gucken mal, wo du hin willst. Vielleicht willst du ja dahin, wo ich hin will. Hallo. Ja, doch, da können wir hin. Da kann ich dich hinbringen. Hä, wieso kann ich ihn nicht tragen? Hallo? Jetzt. So, das sollte ja kein Problem sein. Nee, das war ja einfach nur Tragemission. Sehr schön. Sehr schön. Einfach nur eine kleine Tragemission. Wunderbar. So.
Wir müssen hier irgendwie hochkommen. Ja, ich kletter einfach hier hoch, was soll's. Kletterkleidung und let's go. Das sollte passen. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht sehe ich dann von da oben auch wieder, wohin der Turm jetzt verschwunden ist, der eigentlich in der Richtung war. Oh je, ich glaube, es passt doch nicht. Schlecht. Ah. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Oh, Idee. Darf ich da hoch? Spiel sagt nein. Schade. Na gut, wenn das Spiel nein sagt, muss ich das wohl akzeptieren, wa? Oh nee, hier ist das Ding, wo ich den hinbringen muss, oder was? Aber immerhin habe ich einen Teleport. Ja, geil. Oh mein Gott, bis hierher muss der gebracht werden. Ich meine, ich muss ihn einfach tragen. Es ist keine Schwierigkeit. Es ist einfach nur eine nervige Aufgabe. Ja. Jetzt nicht. Wir haben den Teleport hierher, das reicht. Okay, wir brauchen ein Boot, ich sehe schon. Habe ich sowas nicht schon mal gebaut? Ja. Ach, die scheiß Batterien habe ich jetzt nicht mit drin. Kann ich auch sagen, ich baue ohne Batterien? Nee, kann ich nicht. Okay, dann bauen wir es selber wieder. Dann bauen wir es selber wieder. So. Dann spare ich mir den Cooling jetzt aber auch wieder ab. Okay.
Klappt gut. Klappt immer noch gut. Jetzt aber hier. Jetzt geht's hier aber durch, die Wüste. Okay. Höhle entdeckt. Rein da. Warum hatte der jetzt eine Markierung? Ach, wegen Fotona. Ja, wegen Foto. Ach, Mann. Tschüss. Sehr schön. Weil das Gute ist, durch die Höhle kann ich jetzt nach oben. Na, ich kann jederzeit hier hoch mich drücken. Oha, es sind sogar Raketen. Hier sind einfach Raketen drin, okay. Interesting. Und zwar nicht wenige. Aber jetzt habe ich in der Höhle noch nicht den Typ gesehen. Wo ist denn der? Das ist jetzt ja nur so ein Durchgang gewesen. Ist hier irgendwo... Nee, ein anderer Weg ist hier nicht, ne? Nee. Okay, dann muss das da drüben noch zur Höhle dazu zählen. Ja, das zählt dann noch dazu, okay. Dann gehen wir mal schrittweise hoch. Dann ist da nämlich sicher irgendein Zwischengang, der mich dann zu dem Viech führt. Ja. Ja, hier geht's weiter. Okay, alles klar. Ah, da ist es ja auch schon. Da ist er ja auch schon.
Sehr schön. Ja, cool. Und damit sind wir jetzt auch weiter hochgekommen. Wunderbar. Was wollen wir mehr? Ganz ehrlich, was wollen wir mehr? Genau da wollten wir hin. Ab nach oben. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder warm. Nee, nicht einmal. Ah, weil es Nacht ist. Oh, ist hier einer der Dings, die. Ne, hier ist so ein. Ah, doch! Doch, hier ist genau so einer. Perfekt, Nummer 3. Nummer 2. Hier, Chili. Sehr gut. Voll Zufall, dass ich hier den zweiten jetzt auch noch finde. Sehr interessant. So, kriege ich von hier den Turm irgendwie zu Gesicht? Der war doch vorhin gar nicht so weit weg. Wo ist jetzt dieser Turm? Oh, ja, ja, perfekt. Man könnte sagen, der ist fast direkt vor mir. Sehr schön, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Oh, dang. War ein kurzes Vergnügen. Ah, die Musik läuft noch. Ist er noch da? Oh, der ist da unten. Ja, gut. Juckt, wenn er da unten ist. Okay. Wir sind gleich beim Turm. Das ist sehr gut. Sogar wieder zufällig so ein Ding, okay. Auch nicht schlecht. Brauchen wir jetzt zwar nicht, aber auch nicht schlecht. Oh, es wird wieder der Tag. Wahrscheinlich wird es gleich richtig warm. Das ist ein Krog. Nee. Schade. Aber mit dem Symbol, so das wirkt, als ob hier ein Krog wäre. Na gut, egal. Okay. Ach, lol. Das ist jetzt auch witzig. Das ist jetzt auch witzig. Das ist einfach so ein Aufzugding. Cool. Okay, den dritten habe ich jetzt noch nicht gefunden. Der ist safe auch hier irgendwo in der Nähe. Vielleicht taucht er noch irgendwann auf, aber jetzt lösen wir es mit dem Turm aus.
Und dadurch, dass es Eisexalfos sind, kann ich die einfach mit dem Goronen niedermetzeln. Das ist so gut. Es ist so gut. Monster looten leicht gemacht, nenne ich es mal. So. Ja, wir sind beim Turm. Perfekt. Schauen wir mal, ob er sich genauso leicht auslösen lässt wie die anderen auch oder ob ich irgendwas tun muss. Turm im Gerudo-Tal. Let's flipping go. Nein, er geht einfach auf. Ah, wie schön. Ja. Er geht zwar einfach auf, aber das war's dann auch schon. Okay, was ist jetzt dein Problem? Warum funktionierst du nicht? Aber ich kriege jetzt auch keinen Hinweis, was nicht geht, ne? Er geht einfach nicht. Vielleicht ist es zu warm für ihn. Keine Ahnung. Was ist dein Problem? Brauchst du Strom? Hilft es dir, wenn ich Schleim auf dich werfe? Tja. Soll ich da jetzt auch nochmal hochklettern? Das ist jetzt ärgerlich. Ich hätte schon gerne den Turm ausgelöst, bevor wir hier weitergehen, muss ich gestehen. Aber ich weiß jetzt halt nicht. Ja, komm, wir klettern mal hoch. Wir sind schon einmal hochgeklettert. Alter. Alter. Mein Gott. Ja, wie gesagt, wir sind schon einmal hochgeklettert. Aber ich fürchte fast, es ist einfach zu warm. Keine Ahnung. Ah, aber das würde bedeuten, dass ich den Turm noch nicht auslösen kann. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Leider gar nichts.
Das ist schlecht. Versuch, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir packen uns hier den imaginären Turm hin. Dann habe ich zwar keine Karte, aber ich habe zumindest einen Teleport hierher. Aber ja, keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich kriege ja leider überhaupt keinen Hinweis, warum das nicht geht. Hilft nix. Okay, Gerudo-Welle muss in die Richtung sein. Da muss ich da halt erstmal ohne Turm hin. Da ist der dritte Typ. Da ist der dritte Typ. Safe ist da der dritte Typ. Da gehen wir noch hin. Und da ist ein Schrein. Beides sehr wichtig. Schrein und dritter Typ. So, den machen wir jetzt erstmal, dass wir Energie bekommen. Da drin wird es ja auch nicht warm sein. Verstecktes Eisen. Okay. Ich wollte eigentlich verknüpfen. So. Dann dreht sich der Kollege hier. Okay. Dann brauche ich da die nächste Verknüpfung. Ich verstehe. Perfekt. So, dann fahren die Dinger hier raus. Okay, ich verstehe auch das. Soweit die eine Richtung. Aber ich brauche den hier. Jetzt wäre es interessant zu wissen. Ah, schade. Das war nur für die Truhe, aber damit haben wir jetzt alle Truhen zusammen, okay.
Ja, aber jetzt muss ich irgendwie hier weiterkommen. Das ist nicht weit genug. Also ich krieg's hin, dass die das der erste stecken. So, den ersten stecken krieg ich hin. Aber jetzt muss ich irgendwie den zweiten stecken mit verbinden. Ach, ich kann den abmachen. Ja, moin. Dann war das ja einfacher, als ich dachte. Dann war das ja wieder viel einfacher, als ich dachte. Okay. Gut. Und wieder volle Energie, was ich wollte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Prima. So. Dann jetzt ganz schön zu dem Rauch, denn da ist garantiert der dritte Typ, den wir retten sollen. Nee, hier ist ein kompletter Scheiße. Also ist gut, dass hier ein Stall ist, aber... Ich hatte jetzt gehofft, dass hier der dritte Typ ist. Mist. Ja, dann habe ich den jetzt leider nicht gefunden. Stall der Schlucht. Ja, hier sind natürlich keine Pferde. Da hätte ich als Pferd auch keinen Bock drauf. Aber selbst einen Boden gibt es hier. Na, schau mal einer, guck. Und er ist wieder am Start. Was hast du diesmal für uns? Ah! Oh. Den Brunnen darf ich nicht nutzen, okay. Na, das haben wir gleich. Ah. Hier wird nichts versiegelt. Okay, Gegner. Oh je. Tschüss. Sehr schön. Oh, Bruder. Der haut aber nochmal extra drauf, kann es sein? Haben wir den schon mal fotografiert? Nein, weil es ein schwarzer Xalfos ist. Mist. 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 Okay, wir heilen uns mal gerade. Sonst geht das hier nämlich gleich komplett in die Hose. War ich irgendwas, was ordentlich heilt, aber nicht so übertrieben viel? Das wird halt nicht reichen, ne? Weil der hat schon ordentlich hat schon ordentlich Wumms drauf gehabt.
Das war keine gute Idee. Jetzt haben wir ihn. Okay. Das war tatsächlich ein bisschen kritisch. Das war tatsächlich ein bisschen kritisch hier. Haben wir alles eingesammelt? Ich hoffe ja. Nice. Ach Mann, ich dachte, er kommt raus. Ich finde es an sich aber witzig, wie die immer gebait, wie die immer das Viech bait und dann sammelt er einfach die Geister so. Nice. Genauso brauchen wir das. Sehr schön. Ah, den brauchen wir jetzt wirklich nicht. Kannst du behalten. Ich wollte schon sagen, da kommt doch irgendwas Komisches jetzt wieder. Ich wollte... So war das nicht geplant. Ich wollte kein Foto machen. Yo! Das war auch nicht geplant. Das war eine krasse Reichweite von dem Elektroangriff. Dann anders. Halt, da war sie. Dann bleib mal schön auf Reich, auf Distanz hier, Kollege. Nee! Alter, was hat der für einen krassen Schild drauf? Ja! Ah, halt die Klappe, ey. Ey, wenn ich jetzt da oben wieder bin. Ich bin noch nie... Och, komm! Ich bin noch nicht fertig mit dem Brunnen. Ja, Lava, Lava, Lava. Ah, so. Yay, Lohnerhöhen. Gib mir lieber neue Kleidung für Klettern.
Zappau! Okay, so. Wir waren hier noch nicht fertig. Erstmal müsste hier doch jetzt irgendwo der Exalfos-Loot noch sein. Ja. Sehr gut. Und hier sind doch noch ganz viele Pilze. Der kann mich doch nicht vor dem Maxi-Trüffel einfach wieder hochjieten, ey. Was soll denn der Quatsch? So, sehr schön. Das ist doch mal eine ordentliche Ausbeute. Gut. Jetzt können wir wieder hoch. Jetzt. Okay, ja, damit haben wir den dritten Kollegen leider nicht gefunden. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich die ersten zwei gefunden habe. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Bin ich gerade durch die Kiste da oben gelaufen? Okay, alles klar. Bruder, wie viele Kisten hier einfach sind. Cool. Mein Gott, ist hier viel Blut. Pfeile, so wichtig. Nice. Sehr nice. Hallo. Ah. Hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Verrückten Wetter. Ja, den Brunnen kann man ja wieder nutzen. Die Prinzessin hat den Brunnen für Gestein füllen lassen, damit keine Monster herauskommen können. Ja, ja, genau, das war's. Hm. Ah. Oh. Gut. Ja, das ja, kümmere ich mich gerade schon drum. Ach, das ist sogar eine Mission, das Aufräumen. Ja, lul. Ja, dann haben wir das ja gerade schon erledigt, Kollege. Hier, bitteschön. Ja, dann entrümpel mal. Ah, da sind noch Kaperkisten sogar übrig. Okay. So. Haben wir es jetzt? Oh. Huh. Es ist weg. Ich habe alles auseinandergenommen, jawohl. Und dann haben wir wieder sehr viel schöne... Jo, ein Stahlpunkt. Und damit haben wir wieder sehr viel schöne Pfeile auch bekommen. Das war sehr wichtig.
Ja, die Bilderrahmen. Ja, ja. Das sind ja sogar zwei. Okay. Was willst du denn für Bilder hier haben? Was willst du denn hier für Bilder haben, Kollege? Erklär mal. Der Brillenfelsen. Beim Überflug des Brillenfelsens nach unten gesehen. Als würde der Felsen lachen. Okay. Lächeln der Brillenfelsen. Alles klar. Und das zweite. Das große Schwert, das in einem Berggipfel des Gerudo hoch in Mühle, weiß ich, von hier steckt. Ja, ich weiß, was er meint. Okay. Kriegen wir hin, irgendwie. So, ja, war leider nicht der Kollege, den ich gehofft hatte, zu finden. Ach, nett, du schon wieder. Ja, und wo sind jetzt die Materialien, die ich dafür zur Verfügung habe? Die Steine da, oder was? Ah ja, die Steine tatsächlich, okay. Oh, können wir vielleicht in der Nacht den Turm aktivieren? Oder ist er da noch genauso kaputt? Mann, bleib doch da stehen. So, lass mal los. Na bitte. So, gib mir Geld, gib mir Essen, gib mir einen Übernachtungsgutschein, den ich nicht nutze. Kühlung sogar dabei. Ja, aber das Kühlungsding ist tatsächlich praktisch. Das Kühlungsding ist tatsächlich sehr praktisch. Okay, wir probieren nochmal zum Turm hochzukommen. In der Hoffnung, dass vielleicht, ganz vielleicht, ja jetzt, der Dings, weißt du schon. Der Turm funktioniert. Was mit dir? Hallo? Ja. Guten Abend. Die Gerudos sagen Sav Saba. Das habe ich auswendig gelernt. Der Weg ist ganz schön lang, es gab mal einen kürzeren, aber während des Kataklysmus brach eine Flut über uns herein und die Straße wurde überschwemmt. Okay. Cool Story, wow. Ja, aber to be honest. Ah, das war jetzt nicht ganz das... Ja, scheiß drauf. Das war jetzt nicht ganz der Weg, den ich gehen wollte. Hm.
No, ach, so knapp. Ah, okay. War ein, zwei Sprünge zu viel. Ja, bisschen dosierter gesetzt und schon klappt das viel besser. Wenn wir die noch nie gesammelt haben, haben wir die auch noch nie fotografiert. Sehr schön. Zu hoch. Oh, come on. Ja, das ist super. Na gut, klettern wir wieder die Leitern hoch. Zum Turm kommt, bevor es morgens wird. Wo ist denn der jetzt? Ah, hier. Oh, nee. Es wird nämlich schon wieder morgens. Hier ist nochmal so ein... Was heißt nochmal so ein Typ? Der Typ. Yes. So, was ist los jetzt hier? Ey, ist immer noch kaputt. Ja, keine Ahnung, was ich da machen könnte. Mit mir redet ja niemand. Aber ich habe hier jetzt erst recht nichts, womit ich dir helfen kann. Ah, doch, okay, die Kisten. Okay, dann eben die Kisten. So, lass mal los. Easy. Okay, haben wir den auch geklärt.
Yes. Okay, sehr schön. So. Ja, aber jetzt dann ist hier trotzdem wieder Endstation. Jetzt ist hier trotzdem wieder Endstation. Weil ich halt leider keine Ahnung habe, was jetzt dem Turm fehlt. Aber gut, dann ist das so. Dann weiß ich es halt nicht. Dann lassen wir den Turm halt Turm sein. Und begeben uns jetzt richtig in die Gerudo-Wüste. Ah, guck mal, wer hier wieder rumfliegt. Also, das habe ich mir schon gedacht, dass der Weg hierher am Ende noch eine ganze langwierige Geschichte wird. Ist auch ganz viel aufgebaut. Habe ich jetzt auch niemand, der mit uns reden möchte, na? Nee. Oh, hi! Ich habe dich gar nicht bemerkt. Macht aber auch nichts. Rock. Schade. Okay, so, in welche Richtung ist die Stadt? Das ist auf jeden Fall die Oase, ne? Ja, aber dann starten wir doch mal bei der Oase nächstes Mal. Und von da aus kommt man ja recht gut... Oha! Da ist fetter Sandsturm. Ich schätze, ich komme noch gar nicht so einfach. Ach nee. Ich komme wahrscheinlich noch gar nicht so einfach in die Stadt rein. Sowas in der Art habe ich befürchtet. Aber wir sind angekommen. Wir sind in Gerudo-Tal. Dann machen wir da das nächste Mal weiter. Rutschparty. Okay, der Schrein klingt interessant. Den machen wir noch schnell. Der Schrein klingt äußerst interessant. Okay, diese Dinger hier sind mit am Start. Ja, dann gibt es eigentlich nur erstmal eine Sache, die ich machen kann. Okay.
Ach du grüne Neune. Ja. Was ist denn hier alles los? Oh. So. Let's go. Okay, was haben wir jetzt hier alles zu erkunden? Hilfe, das ist ja riesig. Das ist ja ein riesiger Schrein hier. Bleibst du hier? Nee, sieht nicht gut aus. Dann packe ich dich mal hier. Ah, da ist meine Truhe. Sehr gut. Wichtig und richtig. Waren das alle Truhen? Yes. Ah, ist immer ein schönes Gefühl, wenn man alles hat. Dann müssen wir nur noch zum Ziel kommen. Okay, was ist jetzt da die Schwierigkeit? Ach so, es gibt keine. Okay, cool. Wow. Das war ja brutal herausfordernd. Okay. Lasst uns noch kurz in Erfahrung bringen, was es jetzt hier mit dem Sandsturm auf sich hat. Das dürfte jetzt nicht die größte Problematik sein, da was rauszufinden. Also du verkaufst Essen. Das interessiert mich herzlich wenig. Stirnschutz. Okay, das wäre natürlich eine Geschichte. Na? Wasser! Aber wir warten erstmal ab, was wir noch so bekommen. Vielleicht vom Spiel. Okay. Hier wird auch noch mehr verkauft. Hier wird Schleim verkauft. So richtig. Oh.
Gerudo-Lanze, alles klar. Da oben irgendjemand Spannendes. Mein Breath of the Wild war hier die wichtigste Person. Ohne die es nicht weitergegangen wäre. Hallo, kletter halt hoch. Wahrscheinlich ist er jetzt nur ein Krog, aber hey. Nein, kein Krog. Es sieht so aus, als wäre in Gerudo-Stadt alles in bester Ordnung. Was? Echt? Jetzt? Das sieht so aus? Ja, oh ja, wobei, die Stadt sieht man tatsächlich. Ah, hallo, das ist der Leuchtturm des Bazars. Einfache Bürger dürfen hier nicht einfach. Ach, weißt du was, ist schon in Ordnung. Du bist den ganzen Weg hier raufgekommen, also genießt die Aussicht. Das ist der einzige Ort im Wüstenbazar, an dem man den Sandsturm überblicken kann. Okay, danke für die Info. Oha. Hier ist ein bisschen warm. Ah, tatsächlich ist hier einer. Siehste. Scheiße. Ich dachte, ich kann oben drauf stehen. Da war das einfach offen. Oh, da drüben ist der. Stopp! Oh, Mann! Ich... Wow. Also, sowas Blödes gerade, ne? So. Nee, Mann, du gehst doch nicht ins Feuer, Kollege. So, Herr Krog, auf welcher Seite sind Sie jetzt? Genau auf der anderen. Oh, Gott sei Dank. Okay, so. Ja, aber also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich einfach durch den Sandsturm durch kann. Mein Ja, in die Richtung ist die Stadt. Ich glaube nicht, dass ich da einfach durch kann. Das wird mich gleich komplett weg. Ja, genau. Geil. Wüstengraben? Say what? Seit wann ist das denn hier? Oh, das ist ja richtig unangenehm. Zitterfrucht. Ja, komm, wir gehen mal ganz schön wieder zum Bazar zurück. Irgendwie.
Ah ja, okay. Also das ist sehr unangenehm. Da drin zu landen. Was für eine Kugel? Ach, die. Ja, mach mal. Ja, habe ich festgestellt. Also ihr seid mir auch keine große Hilfe, ne? Jo. Ah. Je höher man fliegt, desto schwächer wird der Sandsturm. Okay. Oh. Ah. Oh. Also so problemlos komme ich jetzt auch nicht drüber, ne? Dank des Aufwinds. Ah. Okay. Ich habe noch nicht so ganz das Gefühl, dass mir hier die Leute wirklich viel weiterhelfen können. Muss ich ja gestehen. Ich hatte hier mir etwas mehr wichtige Gespräche erhofft. Sauber. Okay, Jugendslang. Ja, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will auch nicht deine Waffe verzieren. Ah. Was? Oh. Ha. Ja, also die will. Ja, habe ich schon gecheckt. Wo ist mein Rhodonit? Da. So. So, guck mal. Ja. Natürlich. Guck's dir an. Hält auch ganz lange nicht. Ja. Danke für die Elektrobläserflügel. Ja. Wirklich großartige Hilfe, danke. Ja, Sandsturm haben wir mitbekommen. Seltsame Monster haben wir noch nicht mitbekommen. Oh, ey. Aber erkennen will mich scheinbar auch wieder überhaupt niemand, ne? Was ist denn deine Mission? Was ist mit diesem Festpunkt los? Er zerbricht nicht, egal was ich probiere. Ist die bisschen doof? Das ist Sand, bist du dumm?
Wasser hilft da auch nicht. Ja, also keine Ahnung, was die von mir wollen. Aber das ist in der Tat echt... Warte mal, das ist irgendein Giftpilz oder sowas. Das ist nicht normal, dieses Ding. Das ist in der Tat nicht normal. Ich kann daran aber auch nicht klettern, ne? Okay, dieses Ding ist nicht normal. Kann ich da hoch? Nein, ne? Interessant. Ja, der Pilz hat tatsächlich... Der Pilz hat tatsächlich... Ja, der hat so einen böse Vibe hier, ne? Wenn es davon mehrere gibt, könnte das daran... Könnten die der Grund sein, warum hier alles so kaputt ist. Also nicht kaputt, aber warum die Temperatur hier so durchdreht. Das wäre durchaus denkbar. Ja, aber habe ich jetzt durch diese... Habe ich jetzt durch diese Flügelgeschichte den entscheidenden Hinweis bekommen oder noch nicht? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Oasenquell... Drohne? Okay. Dann muss ich das halt selbst regeln. Oha. Hier ist ja gut was los. Das hat noch nicht gereicht. Da geht's weiter. Oh, hier sind überall solche Dinger. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um den Part zu beenden, oder? Also das wird ja hier jetzt immer länger und länger und länger. Und hört nicht mehr auf. Wir kriegen noch irgendwie eine gewisse Richtung gezeigt oder so, wo es weitergehen könnte. Aber ich meine, vielleicht ist ja diese Quelle hier auch jetzt was storytechnisch Entscheidendes. Das kann ja sein. Oha. Immer wieder schön, so viel Zeug zu finden, ne? Nice.
Ja, doch, also das fühlt sich schon storytechnisch relevant an, hier zu sein. Muss man schon mal so sagen. So, gleich wieder neue Felswaffen bauen. Ja, hier ist irgendwas komplett schief gegangen. Okay, irgendwas muss ich hier machen können. Ich meine, soll ich einfach mal... Ja, komm, scheiß drauf. Gut, das war's nicht. Da darf ich auch nicht hoch. Okay, was soll ich hier tun? Was soll ich hier machen? Womit könnte ich da hochschießen, was irgendeine Relevanz hätte? Ja, ich weiß halt auch nicht, was das bringen soll. Aber irgendwas muss man hier machen können. Sonst wäre man ja nicht hier. Ha, verdammt. Dass ich hierher komme, das ist nicht... Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Vielleicht kann ich ja auch erst was machen mit der Fähigkeit von Dings dann, ne? Kann ja sein. Ja gut, ich würde sagen, wir warten erstmal ab. Wir gucken uns das im nächsten Part an. Danke fürs Zuschauen.